gebrochen ist und so was vergisst du nicht. Sowas kann dir jederzeit mit einem DCM-Hund auch passieren. Sowas ist vielen, vielen anderen auch bereits passiert. Und es ist immer so ein Damoklesschwert schwebt über einem so. Und wann trifft es dich? So. Aber das ist das in Anführungsstrichen Schöne. Es gibt halt mittlerweile so eine DCM-Gruppe und da kann man sich halt auch austauschen. Und naja, dann kriegt man halt virtuell auch mal so eine Umarmung. Und ja, wir wissen, was du durchmachst. Aber schön ist es. Wir begannen im Jahre 2006 ein besonderes Auge auf die Doggen zu werfen und das war eigentlich nach Anfragen von Tierhaltern, Doggenhaltern, die mit ihren Tieren in diesem Jahr kamen und uns auch als Tierärzte, mich als Tierarzt aufmerksam gemacht haben über ein Problem in dieser Hunderasse. Ich will kurz erklären, wie die Studie aufgebaut ist. Die Doggeninitiative, von der ich eben sprach, hat dann die Hunde zu uns geschickt. Wir haben eine Allgemeinuntersuchung, Ultraschall, EKG und Blutproben gezogen. Resultate: Insgesamt waren in der gesamten Population 31% der Hunde mit einem Herzbefund. Und 69% der Doggen, der 397, waren normal. Vergleicht man das mit den englischen Werten, die Engländer hatten in ihrer Gruppe 35,9% Kranke. Nach der Analyse unserer Daten muss man wirklich sagen, die DCM kommt bei der deutschen Dogge vor, ist die Herzkrankheit Nummer 1 und hat sicherlich in der Gesamtpopulation einen unnatürlich hohen Stellenwert. Das heißt, diese Krankheit kommt bei der Rasse unnatürlich oft vor. Es gibt nur sehr wenig Zahlen über die Todesursachen von Hunden im Allgemeinen. Es gibt aus den Skandinavien, dort gibt es ja ein Krankenkassensystem für Hunde. Das heißt, da sind ja über 90% der Hunde krankenkassenversichert. Und um dort auch entsprechende Gelder zurückzubekommen, muss man Todesursachen melden. Und daher haben wir Daten von Doggen auch aus Skandinavien, wo die DCM, also die Herzerkrankung im Allgemeinen, etwa 30% der Todesursachen neben Magendrehung und Knochentumoren darstellen. Die Häufigkeit von Herzerkrankungen grundsätzlich liegt etwa bei 3-4%. Man kann also sagen, ob das ein Mensch, ein Hund, eine Dogge oder eine Maus ist, etwa 3-4% Anteil haben die Herzerkrankung insgesamt. Und dabei, also von diesem Wert ist die deutsche Dogge weit entfernt. Da liegen wir hier im zweistelligen Prozentbereich. Also da gibt es keinen Zweifel, dass hier ein Problem besteht. Ja, der damalige Landesgruppenvorsitzende hat mir eben gesagt, das Herzproblem von der Dogge ist seit den 70er Jahren bekannt. Wäre aber alles nicht so tragisch und nicht so schlimm und ich sollte nicht so viel Panik machen. Und wenn ich mal in sein Alter käme, würde ich mich auch nicht mehr so aufregen. Witzig. Ja. Wir haben von Seiten des DTC weder Informationen noch Aufklärung noch sonst irgendwas bekommen. Wir haben uns alles selbst erarbeiten müssen und wurden auch eigentlich nie ernst genommen und meistens wurden wir belächelt. Von anderen Züchtern haben wir auch keinen Rat und Hilfestellung bekommen, sondern eben nur von befallenen Privatleuten, die erkrankte Hunde haben und haben uns durch das DCM-Forum eben am Anfang so ein bisschen, waren wir erstaunt, wie weit das Problem schon gediehen ist, weil man denkt ja erstmal, es betrifft nur einen selbst oder die eigene Linie, aber es sind viele andere Linien auch befallen. Die meisten Züchter schweigen das Thema einfach tot, dann heißt es ganz lapidar, bei uns in unserer Linie existiert sowas nicht, wir haben kein Herzproblem und ja. Wir haben jetzt ganz, ganz wenige Züchter, die so ein bisschen mit uns mitschwingen, die sagen, wir müssen was tun und die auch versuchen aufzuklären, ja. Immer wieder informieren und einfach das Wissen weitergeben, weil einfach nur totschweigen bringt nichts. Selbst wenn die Krankheit noch nicht 100% erforscht ist, ist es einfach zu wenig, nichts zu tun. Als wir 2006 anfingen, die Doggen zu untersuchen und im Ultraschall sahen, dass sie DCM haben, war uns eigentlich klar, dass das nur die erbliche Form sein kann. Aber es gibt ja auch andere Formen, sogenannte sekundäre Formen, wo die DCM nur als Folge eines Taurinmangels auftritt oder als Folge eventuell eines kombinierten Carnitinmangels. Und um das sicherzustellen, haben wir immer gesagt, wir brauchen Pathologie und haben auch aufgerufen, dass uns Doggenbesitzer leider, wenn der Hund tot ist, das Herz zur Verfügung stellen. Und wir können in den pathologischen Proben, die wir bekommen haben, typische DCM-Veränderungen nachweisen. Das ist bewiesen jetzt.
Und interessant ist, dass man bei der Dogge eben auch eine Form gefunden hat, die bei anderen Rassen vorkommt. Das heißt, die sind im Schnittbild, in der Pathologie identisch. Manche Doggen mit dem Bild des irischen Wolfshundes, manche identisch mit dem Bild des Dobermanns. Und man sieht manchmal Veränderungen, die man so in der Form auch noch gar nicht gesehen hat. Nachdem der Camelot umgefallen ist, wegen plötzlichem Herztod, haben wir auch den Züchter informiert. Und der meinte dann zu uns in einem Mail, was ein paar Wochen später bei uns ankam, dass das eigentlich ganz klar war, dass das so kommen muss mit unserer Haltung, wie wir Hunde füttern, wie wir sie halten, wie wir zu Impfungen stehen. Und der Hund hätte da auch ganz deutlich aufgrund unserer Haltungsbedingungen hätte er schon körperliche Zerfallserscheinungen gezeigt. Und es wäre absehbar gewesen, dass der Hund früher stirbt, als er es hätte müssen. Wir haben also quasi mit daran gearbeitet, unseren Hund umzubringen. Es wird auch immer wieder gesagt, wenn man so einen Befund DCM bekommt, was ja nicht schön ist, oder gefragt, ob nicht eine Erkältung hier verantwortlich sein kann oder irgendwelche Ernährungsmangelerscheinungen. Aber das kann man ganz klar verneinen, weil diese Mangelerscheinungen beispielsweise Taurin, Carnitin sind extrem selten, auch bei anderen Hunderassen. Und es sind viele Untersuchungen auch schon bei anderen Rassen gemacht worden und man hat eben genau gesehen, dass das nicht vorliegt. Und bei Erkältungen sind die Mechanismen, wenn also eine Erkältung wirklich eine Viruserkrankung beispielsweise aufs Herz geht, werden die Hunde akut krank und versterben auch häufig. Aber die DCM hat ja einen ganz klassischen Verlauf. Sie geht über Jahre, entwickelt die sich, geht langsam und fortschreitend. Wir haben auch eine Farbanalyse gemacht, die hätte ich Ihnen jetzt gerne vorgestellt, weil das war eigentlich so für mein Wissen schon klar, wo die betroffenen Farben sind. Aber dann habe ich erst spät gelernt, dass wenn man eine blaue Dogge hat und eine schwarze, dass nicht jede schwarze Dogge nur schwarz ist, sondern dass sie auch aus Blau kommen kann. Aber das bitte ich zu verzeihen, ich habe davon keine Ahnung. Sonst hätten wir das. Das darf ich auch ruhig sagen, das ist also nicht mein Metier. Sie haben da sicherlich mehr Kenntnisse drüber und ich maß mich auch nicht an, hier der Doggenexperte schlechthin zu sein. Also nochmal, was man sieht ist, von unten links von den gesunden Hunden über die Okkulten zu den klinischen, nimmt der Anzahl der männlichen Tiere permanent zu. Die Analyse dafür steht aus, denn das ist nicht das Thema der Arbeit gewesen. Ich möchte Ihnen aber hier zu der Gelegenheit eben zeigen, wie sich das hier entwickelt, dass also der Anteil der Rüden hier größer wird. Das kann man auch noch über Erbgänge und so Theorien sprechen, aber es ist eben diese Verteilung festzustellen. Es ist gerade in diesem Jahr eine Studie aus England, die sich mit dem gleichen Thema befasst hat, herausgekommen. Dort wurde auch eine recht große, aber Population untersucht von Doggen in England. Die haben bereits eine Stammbaumanalyse gemacht und haben für die Dogge auch einen autosomal dominanten Erbgang bestätigt, wie beim Dobermann und auch beim Boxer. Das heißt, dass wir hier nicht, wie anfänglich vermutet, von einem geschlechtschromosomalen Erbgang ausgehen kann. Oder andersrum gesagt, das scheint nicht das Einzige zu sein, was es gibt, denn es ist definitiv in einer viel größeren Gruppe nun das nachgewiesen worden, was man bei allen anderen Hunderassen auch nachweist. Also autosomaler Erbgang und dann dominant und polygen. Ein Gentest ist wunderbar, weil er ist bei Krankheiten, die monogen sind, das bedeutet nur ein verändertes Gen nötig haben, um krank zu werden. Wunderbar, das klappt. Man kann auch sehr, sehr schnell die erkrankten Tiere und die Träger erkennen. Bei polygenen Erbgängen muss man erstmal wissen, wie viele Mutationen, also kranke Gene, nötig sind, damit die Krankheit entsteht. Und das ist überhaupt nicht bekannt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man für die Dogge, die ja gerade am Anfang einer Erfassung steht, in den nächsten 10 bis 15 Jahren ein validierter Gentest vorliegen wird, mit dem man hier arbeiten könnte. Meine Damen und Herren, damit möchte ich zum Ende kommen, einer recht langen Studie. Aber der erste Teil, dass wir versucht haben, und ich denke, das ist uns gut gelungen, zu definieren, wie wir eine herzgesunde von einer DCM-kranken Dogge unterscheiden können, und beantworte nachher gerne Fragen. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Kresken. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Bei den deutschen Doggen gibt es also tatsächlich die DCM-Problematik. Also es ist ein Faktor, den man in Sachen Zucht ernst nehmen sollte. Ja. das war ja, nein,
Das war ja jetzt eine Steilvorlage für mich. Ob die Zuchtvereine alles Menschenmögliche tun, um die Krankheit einzuschränken. Ich kann jetzt nur für den DDC sprechen. Die KÜT kenne ich nicht so genau. Ich bin DDC-Mitglied und ich muss sagen, ich habe eher das Gefühl, dass die Vogel-Strauß-Taktik erstmal abwarten, bis die Krankheit optimal erforscht ist, bis man mehr weiß und dann kann man auch darauf mit züchterischen Maßnahmen reagieren. Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass das Optimale getan wird vom DDC. Da muss wesentlich mehr kommen, um die Rasse auch für die nächsten Jahre noch zukunftsfähig und zu machen und auch zu retten. Und vor allem auch das Leid, was man den Hunden und auch den Besitzern antut, zu minimieren. Mhm. Da wird einfach zu wenig gemacht und man fühlt sich in keinster Weise ernst genommen. Ja, dann haben wir mehrfach an den Bundeszuchtausschuss Anträge gestellt für die Bundeshauptversammlung, dass die Herzultraschalluntersuchung für alle Zuchthunde obligatorisch, zwingend erforderlich ist. Unsere Landesgruppe hat uns bei diesem Antrag auch unterstützt. Zweimal wurde in der Bundeshauptversammlung vorgetragen, aber ist abgelehnt worden. Also die EMBA ist im, ich will jetzt nichts Falsches sagen, entweder im August oder im September in Oberhausen zur Zuchtzulassung gewesen, hat die auch mit Bravour gemeistert. Und wir hatten eigentlich geplant, mit ihr dann unseren B-Wurf zu machen. Und das hätte ich auch gedurft, weil selbst mit der Diagnose okkulte DCM, das war eine freiwillige Untersuchung von mir, es hätte mich niemand zwingen können, das dem Zuchtverein zu melden. Noch dazu ist es für den Zuchtverein in der Situation völlig irrelevant gewesen, weil daraufhin untersucht keiner. Ne? Du bist halt verpflichtet, gewisse Untersuchungen zu machen, HD-Auswertung, genetischer Fingerprint, aber dass wir die auch noch haben, Edi-Röntgen lassen, dass wir noch das Herz haben schallen lassen, das ist dann eher Privatvergnügen gewesen. Von daher hätte ich dann gesagt, ja gut, interessiert jetzt keinen, das lassen wir mal unter den Tisch fallen, gut ist, und dann hätte ich mit der Hündin züchten können, ja. Aber das haben wir natürlich nicht gemacht und ich habe das auch direkt geschrieben, ne? Also an den Zuchtleiter geschrieben, dass wir diese Hündin aufgrund der Diagnose natürlich außer Zucht